Moin und herzlich willkommen zum Online-Seminar Teil 1 Basics und Bilder und Videos, pardon. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich werde euch heute duzen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Mein Name ist Leslie Schoß und ich bin Online- und Videoredakteurin bei der Wirtschaftsförderung Bremen und ich führe euch heute durch dieses Online-Seminar. Ich hoffe, dass technisch bei euch alles funktioniert. Ihr könnt euch auch bemerkbar machen. Also ihr seid erstmal, ihr seid nicht zu sehen und ihr seid auch nicht zu hören. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die sehr gerne stellen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wie ihr eure Fragen stellen könnt. Und dort könnt ihr euch auch bemerkbar machen, falls bei euch technisch etwas nicht funktioniert. Dann versuchen wir, eine Lösung zu finden. So viel sei gesagt, es kann immer hilfreich sein, übers LAN-Kabel verbunden zu sein. Falls ihr vielleicht von zu Hause aus teilnehmt, ist die WLAN-Verbindung vielleicht nicht ganz so gut und das ist immer ganz hilfreich. Das einmal so technisch. Das Online-Seminar wird heute euch auch aufgezeichnet. Das heißt, ihr braucht euch nicht akribisch Notizen zu machen. Ihr könnt euch auch ganz entspannt im Nachgang noch die Aufzeichnung anschauen. Und die wird euch voraussichtlich auch per E-Mail zugeschickt. Ansonsten findet ihr das Ganze auch auf der Seite des Digitallotsen. So viel einmal vorab. Genau, wie schon erwähnt, ich arbeite als Online- und Videoredakteurin bei der Wirtschaftsförderung Bremen und bei uns dreht sich alles um das Thema Stadtmarketing. Also, wie vermarkten wir unsere schöne Hansestadt, insbesondere auf Social Media? Und dafür ist es natürlich super, super wichtig, den Nutzerinnen und Nutzern ansprechende Bilder und Videos präsentieren zu können. Und dafür sind wir dann selbst ganz oft mit unserem Smartphone unterwegs. Ich selbst nutze ein iPhone 8 Plus. Das ist etwas groß, aber das hat auch viele Vorteile. Ja, und dafür sind wir dann immer sehr oft unterwegs. Und da werde ich euch heute so ein bisschen von unseren Erfahrungen erzählen. Ich habe ein paar praktische Tipps für euch. Und wie gesagt, heute, das Ganze ist Teil 1. Nächste Woche um die gleiche Uhrzeit findet Teil 2 statt. Da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr da auch mit dabei seid. Das heißt, heute. Ja, wir kratzen so ein bisschen an der Oberfläche. Also wir schauen uns einige Grundlagen an. Es geht auch so ein bisschen um theoretisches Wissen, praktische Tipps. Ich werde vereinzelt auf Apps eingehen. Das wird allerdings in Teil 2 noch verstärkt stattfinden. Da geht es dann wirklich ganz praktisch um den mobilen Videoschnitt, um die mobile Bildbearbeitung. Wie mache ich mir überhaupt ein Storyboard? Und heute geht es wirklich nochmal um Grundlagen. Ich habe mir natürlich vorher angeschaut, was ihr bei den Anmeldefragen so beantwortet habt und habe gesehen, dass viele von euch eure Kenntnisse so im mittleren Bereich einschätzen, was total super ist. Es gibt natürlich auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die noch nicht so viel Erfahrung haben oder schon sehr viel Erfahrung. Das heißt, einige Dinge werden vielleicht einige von euch kennen und für andere sind die Inhalte noch neu. Deshalb hoffe ich, dass wir, ja, dass ich heute alle so ein bisschen abholen kann und für jeden was dabei ist. Noch ganz kurz zur Orga. Meine Kollegin Linda Rusa wird mich heute ganz tatkräftig unterstützen. Die stellt sich auch mal eben selbst vor. Genau. Ja, herzlich willkommen. Ich unterstütze Leslie im Hintergrund und habe eure Fragen im Blick. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr diese ganz einfach unter dem Reiter Fragen in eurem Bedienpanel. Da könnt ihr die einfach reinschreiben. Nach jedem Abschnitt besprechen wir dann ja, dringende und allgemeine Fragen und individuelle Fragen klären wir dann eher im Anschluss an das Online-Seminar, je nachdem, wie es zeitlich passt. Und genau, ich würde sagen, Leslie, dann kannst du starten. Ja, super. Also Linda wird mich auch tatkräftig daran erinnern, falls ich es vergesse, nach einem thematischen Kapitel auf die Fragen einzugehen. Da, genau, hoffen wir, dass wir alle Fragen beantworten können. Wir schauen mal, wie wir zeitlich heute so durchkommen. Wie Linda schon sagte, ihr findet das Ganze vor euch im Bedienpanel. Das Bedienpanel, was ihr vor euch seht, da gibt es auch noch den Reiter Unterlagen. Da habe ich euch ein kleines Handout hochgeladen. Da sind nochmal einige Apps aufgelistet, die ich selbst sehr gern nutze. Wir sprechen heute nicht über alle Apps. Wie gesagt, in Teil 2 sprechen wir dann nochmal ausführlicher drüber. Das heißt, ihr müsst aber nicht mitschreiben. Ihr könnt euch das ist ein PDF-Dokument, das könnt ihr euch herunterladen und dann könnt ihr dann nochmal in Ruhe reinschauen, was für Apps es eigentlich so gibt und wofür man diese Apps nutzen kann. Ja, heute dreht sich alles um das Smartphone.
Eigentlich braucht man heutzutage gar keinen eigenen Schnittplatz, ganz teures Kameraequipment. Das ist in der Regel gar nicht nötig. Wenn ihr ein solides Smartphone mit einer soliden Kamera habt, dann habt ihr eigentlich eure gesamte Ausrüstung schon in eurer Hosentasche. Und das macht das Ganze eben auch so schön, dass ihr alles vereint habt am Smartphone. Ihr könnt es auch direkt am Smartphone für Social Media aufbereiten und von dort aus dann auch gleich posten. Das heißt, eigentlich kann ja jede und jeder von uns heutzutage Inhalte kreieren. Und wir schauen uns heute einige Dinge an, damit ihr auch starten könnt. Und zwar ist das hier heute unser Ablauf. Wir schauen uns die Themen Bildaufbau an, Bildmotive, wir schauen uns verschiedene Aufnahmemodi an und auch noch ganz frisch reingekommen. Es gibt seit letzter Woche eine ziemlich coole neue Instagram-Video-Funktion, nämlich Reels. Die schauen wir uns nachher auch noch an, weil die super, super spannend ist und auch richtig Spaß macht. Und das so viel jetzt erstmal zum Ablauf. Ich würde jetzt einmal nachhaken, Linda, gibt es vielleicht schon Fragen? Ihr könnt auch gerne mal ausprobieren. Schreibt auch ruhig einfach mal Moin in diesen Channel, ob das bei euch funktioniert. Genau. Genau, also noch gibt es keine Fragen. Wir können also erstmal weitermachen. Alles klar. Falls ihr euch wundert, ich habe hier auch meine Karteikarten in der Hand, falls ich ab und zu mal runterschaue. ganz kurz noch zur Verortung dieses Online-Seminars. Das ist eine Kooperationsveranstaltung des Digitallotsen Bremen und das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Bremen. Das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Bremen begleitet kleinere und mittlere Unternehmen kostenlos auf dem Weg der Digitalisierung und das Ganze ist eine Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Der Digitallotse wiederum ist ein Projekt der Wirtschaftsförderung Bremen und er begleitet kleine, inhabergeführte Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Gastro und Touristik bei ihrer Digitalisierung und er ist also Ansprechpartner für Netzwerke, digitale Instrumente, digitale Lösungen für Bremen und Bremerhaven. Das heißt, wenn ihr da noch weitere Infos benötigt, Kontaktadressen, Website etc., das findet ihr auch auf den Folien, die werde ich später nochmal einblenden. Da gibt es dann nochmal weiterführende Infos, Veranstaltungen und noch viel mehr. So, wenn es bis hierhin keine Fragen gibt, starten wir auch direkt mit dem ersten Thema. Und das ist das Thema Bildaufbau. Also ich kenne das auch von mir selbst, wenn irgendwo schnell was passiert, dann zückt man schnell mal sein Smartphone und fotografiert oder filmt einfach direkt drauf los. Das ist auch total in Ordnung. Wenn ihr jetzt aber bewusst Inhalte produzieren wollt, dann solltet ihr euch vorab kurz Gedanken zum Bildaufbau machen. Und es gibt eine ganz praktische Faustregel, die kommt aus dem Bereich der Fotografie, die heißt Rule of Thirds. Das heißt auf Deutsch so viel wie Drittelregel. Und dafür zieht ihr gedanklich zwei vertikale und zwei horizontale Linien durch euren Bildbereich. Das seht ihr hier schon. Ich umkreise das mal auf dem Foto mit dem Roland. Da ist so ein Rasternetz drüber gelegt. Das Coole ist, wir müssen uns das beim Fotografieren und Filmen nicht nur vorstellen. Ihr könnt in den Einstellungen eures iPhones die Rasterfunktion aktivieren. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr Fotos oder Videos macht, wird dieses Rasternetz aktiviert. Ganz kurz noch, da ich selbst mit einem iPhone arbeite, beziehe ich mich natürlich hier auch auf das Betriebssystem iOS. Vieles lässt sich auch auf andere Betriebssysteme übertragen, aber habt das bitte im Hinterkopf, dass es da natürlich zu kleinen Unterschieden kommen kann. Genau, die Rasterfunktion, die ist super cool. Allein schon, wenn ihr das nur als Wasserwaage benutzt, um so im ersten Step zu gucken, bin ich eigentlich gerade dann könnt ihr das ganz gut daran ausrichten. Und der Clou bei dieser Faustregel ist nun, dass ihr euer Bildmotiv, also das Motiv, was ihr fotografieren wollt, das wäre jetzt in diesem Fall hier der Roland und das Haus hier unten links, dass ihr diese Motive an den Linien platziert oder an deren Schnittpunkten. Das heißt, die Motive befinden sich dann immer im Zweidrittel oder ein Drittel des Bildes. Hier der Roland nimmt ungefähr zwei Drittel des Bildes ein und das Häuschen hier ein Drittel. Keine Sorge, ihr müsst da wirklich nicht mit einem Lineal akribisch nachmessen. Ihr seht schon, das kommt hier auch nicht ganz hin. Aber fragt ihr euch vielleicht, warum macht man das denn überhaupt? Es ist so, dass wenn man Motive mittig platziert, Fotos und Videos ganz schnell sehr starr und statisch wirken können. Und das macht man, diese Rule of Thirds, um dem ganzen Bild oder Video ein bisschen mehr Dynamik zu geben. Und das kennt man auch insbesondere aus Interviewsituationen. Das schauen wir uns jetzt mal hier anhand eines Beispielbildes an. Das ist übrigens unsere Linda, die kennt ihr jetzt schon.
Das sehen wir hier einmal auf der linken Seite. Linda ist sehr mittig platziert. Wir sehen hier auch noch links so ein Teil des Büros, der eigentlich total irrelevant ist für das Foto. Und auf der rechten Seite ist sie jetzt etwas weiter rechts platziert und hat auch noch den Vorteil, wenn ihr mit Bauchbinden arbeitet. Bauchbinden, das sind immer die Textblöcke, die eingeblendet werden mit Namen, Beruf und Titel. Dann könnt ihr das auch noch nach links oder rechts verschieben. Und generell ja, macht es alles etwas dynamischer. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal losgeht, probiert das einfach mal aus. Das kann auch mal dazu führen, dass ihr euch nochmal andere Perspektiven überlegt. Perspektiven ist auch noch so ein Stichwort. Wenn es um den Bildaufbau geht, geht es natürlich auch darum, aus welchem Winkel ihr ein Foto macht. Da kann es auch mal helfen, einfach mal auszuprobieren und nicht einfach frontal draufzuhalten. Was auch ein sehr wichtiges Thema ist, ist der Bildausschnitt. Der Bildausschnitt beschreibt die Entfernung zum Motiv. Das heißt, fotografiere oder filme ich etwas von weiter weg oder von näher dran. Manchmal macht das total Sinn, wenn Einzelheiten zu erkennen sein sollen. Und so viel sei schon mal vorab gesagt mit dem Beobachter. Insbesondere bei Videos macht das auch sehr viel, ob er sich in eine Szene integriert fühlt, weil er einfach näher dran ist am Geschehen oder nicht. Das schauen wir uns aber im zweiten Online-Seminar noch genauer an. Bis dahin ist es, glaube ich, erstmal ganz gut, wenn ihr diese Rule of Thirds mal im Hinterkopf habt und das einfach mal ausprobiert, wenn ihr das nächste Mal fotografiert oder filmt. Kann euch auf jeden Fall nochmal ja, so eine erste Orientierung geben. So, das war das erste kleine Thema. Ich frage einmal Linda, ob es Fragen gibt. Genau, es gibt tatsächlich eine Frage, und zwar, wo finde ich das Raster beim Android-Smartphone? Wahrscheinlich auch in den Einstellungen unter Kamera, würde ich sagen. Würde ich jetzt auch mal vermuten. Mein Steckenpferd ist jetzt natürlich das iPhone. Das kann ich jetzt gerade so nicht ganz explizit sagen, aber ich würde als erstes auch in den Kameraeinstellungen nachschauen, ob du da fündig wirst. Ja, und genau. Ja, dann also, machen wir erstmal weiter. Okay, danke Linda. Und zwar werden wir heute auch ein paar Umfragen machen. Jetzt kommt auch gleich die erste Umfrage. Keine Sorge, die sind anonymisiert. Das heißt, die anderen Teilnehmer sehen nicht, wer was beantwortet hat. Ihr könnt also absolut ehrlich sein. Und ganz kurz technisch, falls ihr diese Umfrage nicht beantworten könnt, wenn die Kästchen ausgegraut sind, kann es helfen, wenn ihr euren Vollbildmodus beendet. Genau, und Linda wird jetzt mal die erste Umfrage einspielen. Und zwar würde es mich total interessieren, ob ihr einfach in Anführungszeichen drauf losfilmt und fotografiert oder ob ihr euch vorab Gedanken macht zu so Themen wie Bildaufbau, das, was wir uns gerade angeschaut haben. Und wir warten jetzt mal einen kleinen Moment, damit alle die Möglichkeit haben, ja, das Ganze zu beantworten. Genau, hier wird schon fleißig abgestimmt. Wir warten noch einen Moment. So, ich würde sagen, jetzt haben fast alle abgestimmt, dann teile ich mal das Ergebnis. So, das sieht so aus, als würden Sie sich oder die Mehrheit sich vorher Gedanken machen, 53%. Keine Gedanken zum Bildaufbau machen sich 20% und manchmal machen sich 27% Gedanken zum Bildaufbau. Okay. So. Ich muss hier mal eben ganz kurz die Präsentation starten. Das ist total interessant. Das heißt, diese paar Prozent konnte ich vielleicht überzeugen, beim nächsten Mal das Thema Rule of Thirds einfach mal auszuprobieren. Vielleicht ist das ja auch was für die Leute, die sich eigentlich Gedanken machen zu dem Thema. Vielleicht auch mal vornehmen, bis zum nächsten Workshop nächste Woche das einfach mal auszuprobieren. Und dann könnt ihr gerne eure Erfahrungen mit uns teilen. Das auch noch ganz kurz. Es geht hier nicht nur darum, dass ihr eure Fragen loswerdet. Wenn ihr auch eigenen Input habt, also wenn ihr vielleicht eine coole App kennt, die zum Thema passt, dann lasst uns das sehr gerne wissen, weil wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Apps und teilt das sehr gerne mit uns.
So, dann machen wir einmal weiter. Und zwar geht es jetzt um den Schärfentiefe-Effekt. Den kennen bestimmt auch viele von euch. Dabei geht es einfach darum, dass man ein scharf gestelltes Bildmotiv im Vordergrund hat und der Hintergrund unscharf ist. Früher brauchte man dafür super gute Kameras, super gute Objektive. Und heutzutage kann man das ja schon mit seinem Smartphone umsetzen, was total cool ist. Beim iPhone ist es so, dass es den Porträtmodus gibt in eurer vorinstallierten Kamera auf dem iPhone. Vielleicht haben den einige von euch schon mal gesehen in ihrer Kamera und wussten aber nicht so richtig, was das ist. Mit dem Porträtmodus kann man genau solche Bilder hier, wie ihr sie hier gerade seht, umsetzen, was total cool ist, weil das gibt dem ganzen Bild viel mehr Tiefe und lässt das auch echt hochwertiger aussehen. Das heißt, wenn ihr diesen Modus habt, dann probiert das unbedingt mal aus. Das funktioniert beim iPhone 8 Plus, da funktioniert das. Es funktioniert, ich meine, auch beim iPhone X oder neuer. Diese Funktion gibt es aber auch auf neueren Android-Geräten. Da müsst ihr mal schauen, ob ihr das schon habt. Es gibt tatsächlich auch Apps, da könnt ihr im Nachhinein so eine Unschärfe erzeugen bei Fotos. Da würde ich aber eher von abraten. Das funktioniert leider nicht so gut. Ein bisschen traurig ist auch, dass dieser Porträtmodus nur für den, ja, für den Bildmodus quasi verfügbar ist, leider nicht für den Videomodus. Aber probiert das wirklich mal aus. Da kann man auch echt noch coole Sachen im Nachgang mitmachen. Das schauen wir uns zum Ende noch mal etwas genauer an. Und wir haben hier jetzt noch mal ein Beispielbild. Und zwar ist das wieder unsere gute Linda. Und ihr seht hier schon auf der linken Seite ist alles scharf gestellt. Und hier auf der rechten Seite ist eben der Hintergrund unscharf. Und also für mich sind das zwei absolut unterschiedliche Bilder qualitativ. Das heißt, wenn ihr da die Möglichkeit habt, macht das auf jeden Fall. Das ist tatsächlich auch ohne diesen Porträtmodus möglich, auch mit älteren Modellen. Da kommt es dann wirklich darauf an, dass ihr den richtigen Abstand erwischt. Ihr könnt das ja gerne mal zu Hause oder auf der Arbeit ausprobieren. Stellt zum Beispiel eine Tasse auf den Tisch und tippt diese Tasse an, damit euer Handy das automatisch fokussiert. Und dann schaut mal, ob der Hintergrund unscharf wird. Das ist allerdings, wie gesagt, ein bisschen schwieriger. Da muss genau der Abstand stimmen und das funktioniert auch nicht immer. Deshalb ist dieser Porträtmodus natürlich ja, sehr komfortabel, wenn man den hat, dann sollte man ihn auch auf jeden Fall nutzen. So, gibt es bis hierhin Fragen? Es scheint erstmal alles, ja, alles geklärt zu sein. Also können wir erstmal weitermachen. Und die Dame hat übrigens den das Raster im Android-Smartphone gefunden. Also sehr gut. Funktioniert. Cool, okay, das ist gut zu wissen, super. Tatsächlich sagen mir meine Karteikarten, dass wir jetzt noch eine Umfrage haben. Und zwar würde mich jetzt nochmal interessieren, ob ihr eigentlich zusätzliches Equipment für euer Smartphone nutzt. Also das kann ein Stativ sein, ein zusätzliches Licht oder ein externes Mikrofon. Ja, das würde mich interessieren. Genau, ihr könnt wieder abstimmen. Und wir warten einen Moment. So, sieht schon gut aus, haben schon sehr viele abgestimmt. Dann würde ich sagen, ich teile mal das Ergebnis. So, also ja. Die Mehrheit nutzt tatsächlich kein zusätzliches Equipment. 88% nutzen kein Equipment und 13% nutzen Equipment. Genau, dann würde ich sagen, geht's weiter in der Präsentation. Super, danke Linda. Ja, das ist super interessant, weil es kann teilweise durchaus Sinn machen, sich zusätzliches Equipment anzuschaffen. Das schauen wir uns gleich mal etwas genauer an. Ich hatte am Anfang auch gar nichts und habe jetzt mittlerweile so ein paar Helferlein, über die ich sehr glücklich bin. Vielleicht ist da auch was für euch dabei. Und zwar starten wir einmal mit dem Licht. Und zwar sind die richtigen Lichtverhältnisse natürlich ganz, ganz wichtig, sowohl für Fotos als auch für Videos. Vorab solltet ihr also immer prüfen, wenn ihr mit eurem Smartphone etwas filmen oder fotografieren wollt, insbesondere wirklich filmen, wie ist die Belichtung? Das ist natürlich nicht immer möglich. So eine kontrollierte, zum Beispiel Interviewumgebung, hat man einfach nicht immer. Man weiß vielleicht nicht, was einen erwartet. Man hat einen Unternehmensbesuch, man führt dort ein Interview und weiß nicht, wie das Licht ist. Oder man ist gegebenenfalls draußen unterwegs, es ist bewölkt,
es ist sonnig, man weiß es vorher nicht unbedingt. Und dann ist das manchmal ganz, ganz schwierig. Wer das mit dem iPhone schon mal gemacht hat, der kennt die Problematik. Und manchmal lässt sich das Ganze schon lösen, wenn man einfach den Bereich, der überbelichtet ist, kurz antippt. Also wenn ihr einen überlichteten Himmel habt, tippt ihr kurz mit dem Finger den Himmel an und dann ist der Himmel wieder richtig belichtet. Dieses händische Nachjustieren solltet ihr möglichst nicht machen, wenn ihr schon während der, also wenn ihr schon filmt, wenn ihr in der Videoaufnahme seid, weil das sieht man sehr deutlich, dieses Umspringen von der einen Belichtung zur anderen. Das heißt, bevor ihr das Video startet, solltet ihr das einmal angepasst haben, die Belichtung. Nun ist es aber so, wer sich schon mal selbst mit dem iPhone gefilmt hat, ich habe das hier letztens auf dem Marktplatz auch gehabt, ich habe mich selbst gefilmt und dann konnte ich mir aussuchen, ob entweder der Himmel gut belichtet ist oder mein Gesicht. Ich habe mich dann erstmal für mein Gesicht entschieden. Ist natürlich aber doof, man möchte natürlich eigentlich, dass es komplett gut belichtet ist. Und es gibt bestimmte Apps, die sind quasi als Alternative zu eurer Smartphone-Kamera zu verstehen. Und es gibt eine App, die heißt Filmic Pro, die nutze ich für genau solche Situationen sehr gerne. Ich habe euch da mal einen Screenshot von mitgebracht, von der Oberfläche. Da kann man unter anderem auch den ISO-Wert anpassen. Der ISO-Wert, da nehmt ihr quasi Einfluss auf die Empfindlichkeit eures Bildsensors. Das heißt, ihr könnt ziemlich genau noch eure Belichtung anpassen. Das sind jetzt hier natürlich zwei super extreme Beispiele. Total überlichteter Himmel und dann werden irgendwie Wolken erkennbar. Das Gute ist aber, ihr könnt das ganz genau einstellen und das könnt ihr in eurer iPhone-Kamera nicht. Da gibt es leider nicht so richtig so einen Pro-Modus, den man teilweise von anderen Smartphones kennt. Und das heißt, in dieser App filmt ihr dann auch direkt. Und da habe ich es dann geschafft, dass der Himmel und mein Gesicht gut beleuchtet sind. Also für so kleine Sachen ist das dann tatsächlich ganz gut. Und was auch noch eine ganz nette Spielerei ist, also man kann natürlich während einer Videoaufnahme den eigenen Blitz vom Handy aktivieren. Aber wenn wir mal ehrlich sind, also das hilft auch nur bedingt. In der App kann man quasi auch die Lichtstärke des Blitzes einstellen, das ist ganz cool. Aber draußen kommt man da dann teilweise wirklich an die Grenzen. Und es ist natürlich so, dass diese App auch nicht zaubern kann. Also wenn nicht genug Licht da ist, ist nicht genug Licht da. Wenn man den ISO-Wert dann zu hoch dreht, dann wird das Bild auch irgendwann körnig. Das heißt, ab und zu macht es dann auf jeden Fall Sinn, über ein zusätzliches Licht nachzudenken. Hier auf dem Foto, das ist was, das haben wir selbst auch. Das ist so ein dimmbares Ringlicht. Das klemmt man sich oben auf sein Smartphone. Das ist ganz cool, insbesondere wenn man sich selbst mit der Innenkamera filmt. Dann kann das schon ein bisschen Abhilfe schaffen. Es gibt natürlich auch wirklich hochwertige, also wirklich auch in der Preisspanne von bis und auch qualitativ von bis. Ich kann euch da gar nicht etwas ganz Explizites empfehlen, sondern ihr müsst natürlich schauen, was auch für euer Smartphone geeignet ist. Aber wenn ihr oft Interviewsituationen habt, dann macht es durchaus Sinn, sich da so ein zusätzliches Aufstecklicht zu kaufen, einfach um eine bessere Ausleuchtung garantieren zu können. Hier haben wir gerade das Beispiel, ich werde hier gerade von mehreren Lichtern beleuchtet. Wir haben hier eine Softbox stehen. Das ist natürlich so das Klassische, was man so aufbaut, wenn man vielleicht auch mit einer großen Kamera filmt. Also ist natürlich alles super umständlich. Das möchte man nicht mitschleppen, wenn man mit dem Smartphone unterwegs ist. Deshalb ist so ein aufsteckbares kleines Licht eigentlich gar nicht so verkehrt. So, jetzt frage ich nochmal aktiv nach. Gibt es Fragen? Hier kam jetzt nochmal die Frage, genau wie die App gerade nochmal hieß, die du vorgestellt hast. Es ist so, dass die Apps auch nochmal im Handout vorgestellt werden. Die App eben hieß Filmic Pro und genau, wie gesagt, ladet euch gerne das Handout bei den oder im Reiter Unterlagen runter und dann findet ihr dort auch nochmal weitere Infos auf einen Blick. Genau, das ist richtig. Und wie gesagt, da sind auch noch mehr Apps aufgeführt, über die wir hier heute teilweise gar nicht sprechen, die aber im zweiten Online-Seminar dann thematisiert werden. Ganz kurz auch noch so zum Thema Apps. Es ist natürlich so, es gibt super, super viele Anbieter. Und wenn ich euch heute Apps zeige, dann ist das natürlich so ein bisschen als Inspiration zu verstehen, dass ihr erstmal überhaupt einen Eindruck davon bekommt, was gibt es überhaupt für Apps und was kann ich damit machen.
Für welche App im Spezifischen ihr euch dann entscheidet, ist natürlich euch überlassen und hängt natürlich auch davon ab, was ihr damit machen wollt. Was möchte euer Unternehmen damit machen? Wollt ihr lieber filmen? Wollt ihr fotografieren? Wollt ihr beides machen? Wie viel Geld wollt ihr für die App ausgeben? Kommt ihr besser mit einer einfachen App klar? Oder wollt ihr lieber eine etwas komplexere App haben, in die man sich auch ein bisschen reinfuchsen muss, aber die vielleicht auch mehr kann? Seid ihr mit den AGBs und Datenschutzrichtlinien okay? Also das sind alles so Sachen, die da reinspielen, für welche App ihr euch dann am Ende entscheidet. Und das sind einfach die Apps, mit denen ich ganz gern arbeite. Wie gesagt, da bin ich aber auch immer auf der Suche. Also ich bin da jetzt nicht so festgelegt. Genau, das einmal so viel dazu. Dann kommen wir zum nächsten Thema, Ton. Ton ist mindestens genauso wichtig wie die richtigen Lichtverhältnisse und natürlich insbesondere, wenn ihr Interviews habt, also wenn in euren Videos gesprochen wird. Man sagt ja auch ganz oft, dass so Instagram-Stories auch mal quick and dirty produziert sein können, aber auch da ist guter Ton echt unabdingbar. Und was mir auch einfach immer wieder begegnet, auch insbesondere auf der App Instagram, dass Leute Videos hochladen mit Ton, obwohl das gar nicht gewollt ist. Das heißt, im Hintergrund wird gesprochen und das ist wirklich nur ein Klick innerhalb der App. Aber da das immer wieder passiert, sage ich das auch nochmal, dass man da echt drauf achten sollte. Und so aus unserer Erfahrung im Videoteam, das ist tatsächlich so, wenn wir da mit externen Mikros arbeiten und jemand unterhält sich im Flur. Wir sind eigentlich in einem Raum mit einer Tür, die vielleicht nur angelehnt ist, und jemand unterhält sich auf dem Flur. Das kann teilweise schon reichen, dass das auf dem Video dann zu hören ist. Das heißt, schaut, dass Gespräche und sowas erstmal nicht stattfinden, wenn ihr filmt, weil die Mikros da teilweise sehr empfindlich sind. Mikros ist nämlich auch schon das Stichwort. Und zwar ist es so, es gibt hier natürlich integrierte Mikros und die funktionieren auch eigentlich nicht schlecht. In geschlossenen Räumen funktioniert das ganz gut, allerdings auch nicht, wenn es sehr hallt. Dann ist das auch schon teilweise problematisch. Aber wenn ihr wirklich draußen seid und draußen ein Interview filmen wollt, und im Hintergrund fährt eine Straßenbahn lang, dann kommt das iPhone wirklich an seine Grenzen, was den Ton anbelangt. Und da muss man eigentlich wirklich auf ein, Mikrofon zurückgreifen. Das Gute ist, dass es da wirklich ziemlich, ziemlich viel gibt. Die Frage ist natürlich, also für welchen Zweck ihr das benötigt, was euch da mehr liegt. Und zwar habe ich euch dafür auch noch mal ein paar Screenshots mitgebracht. Das ist so ein Teil unseres Equipments, was wir nutzen. Ihr seht hier auf der rechten Seite, das ist so ein Mikro, das wird direkt am Smartphone befestigt. Ich habe das hier auch vor Ort liegen. Das sieht so aus. Das Witzige ist, was heißt witzig, ist es eigentlich traurig. Die neueren iPhone-Modelle haben ja alle nur noch diesen Lightning-Anschluss. Die älteren iPhone-Modelle hatten noch ganz normal den Anschluss für diesen Klinkenstecker. Das heißt, dieses Mikro würde mit meinem Smartphone aktuell nicht mehr funktionieren. Es gibt natürlich Adapter. Das ist so einer hier. Den habe ich auch dabei. Das heißt, ich könnte jetzt das Mikro hier an diesem Adapter befestigen. Diesen Adapter stecke ich direkt ins Smartphone und ihr seht schon, baumelt hier jetzt rum. Und das ist absolut nicht der Sinn davon, weil dieses Mikro soll fest im Smartphone stecken. Das kann man hier auch noch so ein bisschen, ihr seht das, biegen, je nachdem, ob ihr selbst sprecht oder andere sprechen. Und wenn das hier jetzt unten rumbaumelt, brauche ich eigentlich eine Hand, um das wieder festzuhalten. Das heißt, legt euch ein Mikrofon zu, was wirklich auch auf euer Smartphone ausgerichtet ist. Es kann sein, dass man da dann auch tatsächlich nochmal aufrüsten muss, weil die Anschlüsse nicht mehr passen. Es gibt auch Ansteckmikros. Ihr seht das hier so ein bisschen im Bild. Das ist dann auch, das hier ist ein Windschutz, dieser kleine flauschige Ball. Darunter steckt das Mikro. Und es gibt so Ansteckmikros, die werden dann direkt hier so am Jackett befestigt bei der Person, die spricht. Und dann verläuft ein Kabel runter, das direkt in euer Smartphone reingesteckt wird. Das funktioniert ganz gut, wenn ihr Interviews im Sitzen macht. Das heißt, das Kabel kann hier so ein bisschen unterm Blazer dann versteckt werden. Und das funktioniert ganz gut. Kabel ist natürlich die verlässlichste Variante, ne? Also es gibt natürlich auch Funkmikros, die seht ihr hier auch auf dem Foto. Aber Funk kann natürlich immer mal ausfallen, was nicht sein muss, aber kann. Aber ja, das Kabel ist einfach immer so ein bisschen die sichere Bank beim Ton.
Was natürlich aber überhaupt nicht funktioniert, ist, wenn ihr jemanden filmt, der sich bewegt. Also wir hatten das letztens, Linda hat eine Stadtführung gefilmt mit einem Stadtführer und ja, hat diesen Stadtführer nun auf dem Marktplatz begleitet und er hat währenddessen erzählt, ist rumgelaufen und Linda hat ihn mit dem Smartphone quasi verfolgt und gefilmt. Es wäre undenkbar gewesen, dass die beiden in der Situation über Kabel verbunden wären. Das heißt, da würde es natürlich überhaupt nicht funktionieren. Es gibt auch Funkmikros. Hier auf dem linken Bild seht ihr zwei Funkmikros, aber die haben wir uns damals für unsere andere Kamera angeschafft. Also wir filmen unter anderem mit der Lumix GH5 Panasonic, für alle, die es interessiert. Und dafür haben wir uns eben hier diese Funkmikros besorgt. Das ist einmal ein Sender und ein Empfänger. Das heißt, ein Mikro bekommt die Interviewperson und das andere wird auf der Kamera befestigt oder hier wie in dem Fall am Smartphone. Und dann dachten wir, Mensch, jetzt haben wir diese tollen Mikros, jetzt wollen wir die natürlich auch irgendwie gerne nutzen für unser Smartphone. Haben das Ganze verbunden und es wurde kein Ton übertragen. Und wir haben uns gefragt, woran liegt das? Und dann haben wir herausgefunden, dass es hier dran liegt. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, ich halte es mal ganz nah in die Kamera. Ja, man sieht es. Hier seht ihr drei Ringe. Wenn drei Ringe hier dran sind, dann ist das für Smartphone geeignet. Dann wird Ton übertragen. Hier an diesen Mikros waren nur zwei Ringe. Das nennt sich TRS und TRRS. Das heißt Tip Ring Sleeve. Das heißt, diese Mikros sind wirklich gar nicht, also die sind auch nicht für in erster Linie für Smartphone, sondern eben für die Kamera, auch für die wir uns diese Mikros besorgt haben. Das heißt, man muss hier einen Adapter zwischenschalten. Den seht ihr hier auch auf dem Bild. Ihr seht hier nämlich nicht nur einen Adapter, ihr seht hier zwei Adapter. Und das ist natürlich super, super umständlich. Das hätten wir so auch nicht gemacht, wenn wir diese Mikros nicht einfach schon gehabt hätten. Das heißt, ich kann wirklich nur empfehlen, euch Mikros zu holen, die wirklich explizit für Smartphone ausgerichtet sind. Und da auch noch ein Tipp, holt euch kein Aufnahmegerät. Also sowas gibt es natürlich auch und wir nutzen das selbst auch. Es gibt so ja einen Aufnahmerekorder, da wird die Tonspur einfach separat aufgenommen. Das machen wir manchmal, um einfach einen Ton-Backup zu haben. Allerdings habt ihr dann auch eine einzelne Tonspur. Und wenn es darum geht, dass ihr alles am Smartphone machen wollt, also ihr wollt auch schneiden im Nachgang, dann ist es ein nerviger Zwischenschritt, weil ihr diese Tonspur noch synchronisieren müsst mit eurem Video. Das heißt, holt euch da kein Aufnahmegerät, sondern ein ganz normales Mikro. Das einmal so ein kleiner Exkurs zum Ton und zum Equipment. Kann auf jeden Fall Sinn machen und Ton ist wirklich super, super wichtig, auch beim Smartphone. Linda, gibt es Fragen bis hierhin? Wir können auch immer gerne einen kleinen Moment warten, falls noch Fragen auftauchen. Ja, im Moment gibt es keine Fragen. Ich würde sagen, wir lassen es erstmal auf uns wirken, machen weiter und genau und gucken dann nochmal. Super, alles klar, dann machen wir das. So, wir sind beim Thema Bildmotive. Da sei noch ganz kurz gesagt, also wie gesagt, so wenn es um Themen wie Bildausschnitt geht, das schauen wir uns nochmal im zweiten Workshop genauer an. Zum Thema Bildmotive, seid wirklich aufmerksam für Bildmotive in eurem Alltag. Das ist ganz witzig, wenn mein Kollege und ich unterwegs sind zum Filmen und wir filmen in einem geschlossenen Raum und in diesem Raum steht nur eine Pflanze, dann rennen wir da beide sofort hin und filmen von da aus, weil wir es ästhetisch sehr schön finden, wenn so ein paar Pflanzenblätter unscharf mit ins Bild tragen, weil es dem ganzen Bild viel mehr Tiefe verleiht. Und das seht ihr hier auch schon auf dem linken Beispielbild im Schnur. Man hätte das natürlich auch einfach frontal machen können, aber das macht einfach nochmal was mit dem Bild und rahmt das Bild auch so ein bisschen. Also diesen Rahmeneffekt sehen wir hier auch auf dem rechten Bild nochmal etwas genauer. Das ist wie so ein natürlicher Rahmen, der hier durch die Büsche und die Bäume geschaffen wird. Und probiert das mal aus, so welche Sachen in eurem Alltag zu finden. Kleine Gegenstände, die ihr quasi vor Hintergrund haltet. Seid aufmerksam, stellt auch mal ruhig was um. Und wie gesagt, probiert das mal mit dem Bildaufbau aus. Probiert auch gerne mal unterschiedliche Perspektiven aus.
Weil man tendiert ja wirklich dazu, irgendwie frontal draufzuhalten, wenn es schnell gehen muss. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich da noch ein paar Gedanken zuzumachen. Das beste Beispiel ist auch irgendwie eine Personengruppe, die sich unterhält. Die könnte man jetzt natürlich frontal filmen. Man könnte aber auch der einen Person von hinten über die Schulter filmen, sodass die gegenüberliegende Person zu sehen ist. Also probiert da einfach mal ein bisschen rum. Ja. So, es gibt natürlich verschiedene Aufnahmemodi. Im iPhone gibt es auch innerhalb der Kamera ganz viele unterschiedliche Aufnahmemodi. Da findet ihr dann sowas wie den Porträtmodus, über den wir schon gesprochen haben, Zeitraffer, Slow Motion etc. Und bevor wir jetzt quasi damit starten, würde ich einmal gerne von euch wissen, ob ihr eigentlich schon alle Kameramodi in eurer Kamera mal ausprobiert habt. Genau, ihr könnt wieder abstimmen. Und wir warten wieder einen Moment. So, ich teile dann jetzt gleich das Ergebnis. Noch einen Moment. So. Ja, das sieht ja sehr ausgeglichen aus. 31%, 38%, 31%. Also scheint es sehr unterschiedlich zu sein. Manche haben schon alle ausprobiert, manche noch keine oder fast keine. Ja, spannend. Das ist tatsächlich super spannend. Ich kann euch nur empfehlen, probiert sie einfach mal aus. Es macht doch total Spaß, sich da einfach mal durchzuprobieren. Und deshalb schauen wir uns sie jetzt auch noch mal ein bisschen genauer an. Und zwar starten wir mal mit dem Zeitraffer. Also viele von euch kennen das wahrscheinlich. Ein Zeitraffer ist eigentlich nichts anderes als ganz viele Bilder, die hintereinander abgespielt werden. Und es ergibt sich quasi so ein beschleunigtes Video. Das kann ganz cool sein, einfach um noch mal so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Wenn ihr vielleicht schon 10 Fotos vom Marktplatz gemacht habt, ist es vielleicht ganz cool, nochmal einen Zeitraffer vom Marktplatz zu machen. Was da super, super wichtig ist, ihr solltet nicht wackeln bei der Aufnahme. Und das ist eigentlich unmöglich. Also wer sein Handy in der Hand hat beim Film, der wackelt immer ein bisschen. Das heißt, für einen Zeitraffer bietet es sich wirklich an, das Handy abzustellen oder an einem Stativ zu befestigen. Oder hier, wie ihr auch auf dem Foto seht, auf einem Gimbal. Das hier ist ein Gimbal. Ich weiß nicht, ob alle von euch wissen, was ein Gimbal ist. Der ist elektronisch betrieben, da sind kleine Motoren drin und da wird dann das Smartphone befestigt. Und wenn ihr jetzt zusätzliches Equipment habt, wie zum Beispiel ein Blitz oder ein Mikro, also mit den geeigneten Aufsätzen, könnt ihr das dann hier einfach oben noch mit draufschnallen. Das ist ganz cool, weil dann hat man wirklich beide Hände frei zum Filmen. Ja, und dann umfasst ihr diesen Stab und filmt damit. Und dieser Gimbal sorgt dafür, dass eure Bewegungen so ein bisschen ausgeglichen werden. Das heißt, man kann damit sehr smoothe Kamerafahrten umsetzen, was super cool ist. Also man merkt wirklich qualitativ den Unterschied, ob man einfach aus der Hand gefilmt hat oder mit diesem Gimbal. Und das bietet sich natürlich an, wenn ihr zum Beispiel einen Shop habt und wollt immer mal, also vielleicht gibt es jeden Monat eine neue Auslage. Und dann wollt ihr euren Shop zeigen und wollt dafür durch die Räume laufen. Für sowas bietet sich das super an. Und zwar haben wir hier auch auf der Folie das kleine Kamerasymbol. Ich habe euch jetzt noch mal ein Beispielvideo mitgebracht. Das wurde mit dem Smartphone und mit einem Gimbal gefilmt. Ganz kurz vorab, ihr könnt euch die Videofläche, also es wird sich gleich ein Player bei euch öffnen, und den könnt ihr euch auch ein bisschen größer ziehen. Deswegen warte ich noch mal so 10 Sekunden, bis ich gleich starte mit dem Video. Und da seht ihr mal das Beispiel, wie es aussehen kann mit einem Gimbal. So, ich habe das Ganze jetzt auch zweimal abgespielt. Es ist nämlich relativ kurz. Es hat ja so ein Zeitraffer meistens so an sich, dass es nicht so ganz lang ist.
Genau, also man sieht wirklich einen Unterschied, ob das mit einem Gimbal gemacht wurde oder nicht. Und das kann wirklich echt ganz cool sein, wenn ihr dafür Verwendung habt. Ich hoffe, das hat jetzt bei allen geklappt mit dem Video. Wir haben nämlich gleich noch ein zweites Video, das schauen wir uns gleich an. So viel einmal zum Zeitraffer. Ich selbst nutze die App Hyperlapse. Und wenn ich einen Zeitraffer mache, mache ich das direkt in der App, weil die nochmal einen zusätzlichen Bildstabilisator hat und weil ihr da einen Timer mitlaufen habt, der euch verrät, wie lange ihr noch filmen müsst, damit ihr x Sekunden Zeitraffer habt. Weil man muss ja viel länger filmen, als man dann letzten Endes Video hat. Und das ist super praktisch. Und da könnt ihr auch im Nachhinein noch festlegen, wie schnell oder langsam euer Zeitraffer sein soll. Das ist ganz cool und kann ich auf jeden Fall empfehlen. So. Wir gehen jetzt einmal zurück. Huch, sind wir jetzt einmal, pardon, vorgesprungen. So, und zwar gibt es auch den Slow-Motion-Modus in eurer Kamera. Der ist ganz witzig. Probiert den ruhig mal aus. Kann man machen, muss man nicht. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Bei uns findet das tatsächlich relativ selten Anklang. Man kann aber ganz coole Sachen eigentlich damit umsetzen. Dann gibt es auch noch den Boomerang. Das sind eigentlich so Mini-Videos, die in Endlosschleife vor und zurück abgespielt werden. Da habe ich jetzt auch noch mal zwei Beispielvideos für euch dabei, die ich auch mal direkt abspielen werde. So, ich glaube, da hat man ganz gut gesehen, was damit gemeint ist. Wir nutzen tatsächlich sehr gerne für Social Media, um so ein bisschen Snack-Content zu haben. Snack-Content, wie der Name schon sagt, der ist so kurz und knackig, den snackt man so weg. Das heißt, ja, wenn ihr da Verwendung für habt, ist das ganz cool. Um das, also das Ganze kann natürlich auch Teil in einem längeren Video sein, um da nochmal so einen kleinen, ein bisschen Abwechslung zu haben. Genau. Ihr könnt natürlich auch live gehen. Da habe ich jetzt mal das Beispiel für Instagram genommen. Instagram ist auch so mein Steckenpferd. Und ihr könnt natürlich innerhalb der App auch live gehen. Das kann ganz cool sein, weil das natürlich sehr exklusiv ist. Also die Nutzerinnen und Nutzer fühlen sich dadurch natürlich sehr ja, mit einbezogen. Aber da kann ich wirklich nur sagen, übt das vorher einmal. Ihr solltet auf jeden Fall schon mit der App vertraut sein. Und könnt das vielleicht auch einfach mal auf einem privaten Instagram-Kanal vorher üben, wie das so ist, live zu gehen. Ich glaube, es könnte total cool sein, wenn man beispielsweise ein Produkt präsentiert und ja, die Nutzerinnen und Nutzer quasi live dabei mitnimmt. Achtet da auf jeden Fall auch auf so ja, datenschutzrechtliche Sachen in Bezug auf andere Personen. Es kann natürlich sein, wenn ihr jetzt einen Shop habt und dort filmt, dass dort dann Leute zu sehen sind. Und es ist natürlich einfach live. Man kann das Ganze nicht zurücknehmen. Das heißt, vielleicht werden Leute gefilmt, die das gar nicht möchten. Das bietet sich also vielleicht an, um das mal nach den Öffnungszeiten zu machen oder aber das vorher quasi mit den Kunden abzusprechen. Dann haben wir hier noch das 3D-Bild. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Das seht ihr hier schon. Und zwar, wir haben ja vorhin schon über den Porträtmodus gesprochen. Früher, ich sage bewusst früher, so lange ist es jetzt noch gar nicht her, konnte man bei Facebook dann diese Porträtbilder hochladen und Facebook hat da dann ein 3D-Foto draus gemacht, was total cool ist. Also die Nutzer, man sieht das hier auf der linken Seite, das ist jetzt ein Beispielfoto, und da können die Nutzerinnen und Nutzer auch drin hin und her klicken und sich das so ein bisschen von der Seite angucken. Und das ist eine ganz witzige Spielerei, die auch noch super, super gut ausgespielt wird. Und man kann das auch, also man braucht dafür selbst jetzt
kein hochwertiges Smartphone, man kann sich das auch vom Desktop aus angucken. Das heißt, das ist super gut. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ihr alle Fotos, egal ob mit Porträtmodus aufgenommen oder nicht, dass ihr die bei Facebook hochladen könnt. Das seht ihr hier auf dem rechten Screenshot. Und wenn ihr dann auf 3D-Foto erstellen klickt, dann wird da ein 3D-Foto draus. Das könntet ihr nachher einfach mal ausprobieren. Das ist wirklich ganz cool, funktioniert auch echt super. Ja, und wird wie gesagt noch ziemlich gut ausgespielt. So viel einmal dazu. Jetzt muss ich mal auf meine schlauen Karteikarten schauen, ob ich auch nichts übersprungen habe. Beziehungsweise wird jetzt auch noch mal aktiv fragen, ob es Fragen gibt. Im Moment scheint es keine Fragen zu geben. Alles klar. So, dann starten wir jetzt tatsächlich auch schon mit Reels. Reels ist super cool. Das gibt es eigentlich erst seit, lasst mich nachrechnen, ich glaube, einer guten Woche hat Instagram das eingeführt. Das ist auch noch nicht in allen Ländern verfügbar. Vielleicht kennen einige von euch TikTok. Das ist eine App, die insbesondere bei den jüngeren Nutzerinnen und Nutzern sehr beliebt ist. Und zwar geht es dabei darum, also auf TikTok kurze Videos zu produzieren, die mit Musik hinterlegt sind. Und genau darum geht es eigentlich auch bei Instagram Reels. Das ist wieder so Snack-Content. Das heißt, also Reels bedeutet, dass ihr kurze Videos, die auch nur maximal 15 Sekunden lang sein dürfen, aufnehmt. Und das Coole ist, dass ihr diese Videos innerhalb der Instagram-App stückweise filmen könnt. Das ist super, super cool, weil sonst musste man das Video immer an einem Stück aufnehmen und jetzt könnt ihr 5 Sekunden filmen, dann könnt ihr stoppen, ihr könnt die Szene verändern. Das beste Beispiel ist, ihr habt einen Raum, der ist leer, das Smartphone ist an einer bestimmten Stelle positioniert, ihr filmt 5 Sekunden, drückt auf Stopp, platziert einen Blumentopf in diesem Raum und drückt wieder auf Aufnahme. Das heißt, da habt ihr eigentlich schon einen coolen Schnitt automatisch gemacht. Ein Blumentopf ploppt unsichtbar in diesem Raum auf. Dadurch, dass man das stückweise aufnehmen kann, kann man super, super viele coole, kreative Schnitte machen. Ihr müsst euch da wirklich mal inspirieren lassen. Also Obacht, man kann ziemlich viel Zeit verplempern. Was heißt verplempern? Man holt sich ja Inspiration. Aber es macht wirklich auch Spaß, sich da anzuschauen, wie kreativ die Nutzerinnen und Nutzer da wirklich sind. Und das Gute ist, also wie gesagt, diese Videos produziert ihr direkt in der Instagram-App. Und da habt ihr auch zahlreiche Bearbeitungsmöglichkeiten. Ich habe euch auch noch ein paar Screenshots von der Oberfläche mitgebracht. Die zeige ich euch gleich auch nochmal. Eins sei vorab gesagt, wir waren sehr enttäuscht, da wir leider nicht die Audiofunktion nutzen können. Es scheint so, dass diese Audiofunktion, also dass ich Musik auch auswählen kann, und nicht selbst hochladen muss. Also es gibt diese Musikbibliothek auf Instagram, das sind Lieder, die sind natürlich auch alle lizenztechnisch geschützt. Das heißt, diese Videos dürftet ihr mit dieser Musik auch nicht außerhalb von Instagram posten. In Instagram hättet ihr aber die Möglichkeit, diese Musik zu verwenden. Geht aber leider nicht für alle Unternehmen. Also wer vorher in seinen Stories die Musikfunktion nicht nutzen konnte, wird das auch in der Reel-Funktion leider nicht können. Was möglich ist, es geht hier auch um Business-Profile auf Instagram. Und wenn ein Business-Profil beispielsweise als persönlicher Blog eingetragen ist, ist es in der Regel verfügbar. Wir haben auch die Beobachtung gemacht, dass es auf Business-Profilen unter 10.000 Abonnenten funktioniert. Wir wissen selber nicht ganz genau, warum das so ist und ob wir vielleicht jemals dafür freigeschaltet werden. Wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen. Kann aber sein, dass das bei euch verfügbar ist. Das müsstet ihr mal ausprobieren. Reels funktioniert aber auch ganz gut ohne Musik. Und zwar, wenn ihr hier in den Story-Bereich eurer Instagram-App geht, das seht ihr hier auf der linken Seite, dann ist hier unten rechts, ich hoffe, ihr seht das, wenn ich das mit meiner Maus umkreise, findet ihr hier Reels. Und auf dem rechten Screenshot seht ihr, wie die Oberfläche von Reels aussieht. Das heißt, ich drücke auf den Button in der Mitte und starte dort quasi die Aufnahme. Und dann sieht das Ganze so aus. Ihr seht schon, hier oben ist so ein pinker Streifen, der hier mitläuft. Das heißt, da habe ich jetzt auf Pause gedrückt und dort wird mir angezeigt, wie viel ich schon gefilmt habe und wie viel ich noch filmen kann. Jetzt seht ihr hier an der linken Seite ziemlich viele Anwendungsmöglichkeiten.
Ich habe hier jede Menge verrückte Filter. Ich habe einfach mal den ersten ausprobiert, der mir hier angezeigt wurde und habe die Bäume eingefärbt. Und ihr könnt auch, also wenn ihr 3 mal 5 Sekunden filmt, dann könntet ihr theoretisch in allen 3 Teilen unterschiedliche Filter anwenden, was auch super cool ist. Ihr müsst euch nicht auf einen Filter pro Video beschränken, das könnt ihr selbst aussuchen. Noch eine sehr coole Funktion ist hier diese Ausrichten-Funktion, die seht ihr unten links. Zuerst, im ersten Moment habe ich die nicht verstanden. Ich dachte, ist das jetzt irgendwie eine Blende, die man benutzen kann? Nein, das ist quasi das letzte Bild eures Videos, was ihr bisher gemacht habt. Das wird euch so leicht transparent angezeigt. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, euer Handy wieder auszurichten. Das ist nämlich für genau diesen Fall, dass ihr zum Beispiel einen Blumentopf dahinstellt, der vorher noch nicht da war. Da müsst ihr euer Handy natürlich wieder in die ganz genaue Position wie vorher bringen. Und mit dieser Funktion könnt ihr euer Handy quasi ausrichten, dass ihr wieder die gleiche Position einnehmt. Das kann wirklich sehr hilfreich sein. Ihr habt auch einen Timer. Das ist insbesondere natürlich für die Leute interessant, die sich irgendwie selbst filmen und ja, alleine sind und vielleicht noch ins Bild rennen müssen. Das ist ganz praktisch. Genau. Und was auch super, super cool ist, wie gesagt, ihr könnt das stückweise filmen. Und jedes Stück könnt ihr einzeln zuschneiden. Das seht ihr hier unten im rechten Bereich des rechten Fotos. Das heißt, ihr könnt eigentlich hier munter drum rumschneiden. Also das ist wirklich, wer vorher Instagram noch nicht genutzt hat, kann das nicht so gut vergleichen, aber das ist schon echt ein super, super Step und man merkt auch wieder, wie sehr das Ganze alles auf Video ausgerichtet ist. Also wir wissen ja selber, Bewegtbild ist echt wirklich nicht mehr wegzudenken eigentlich von Social Media. Und ihr seht auch, dass es einfach jetzt immer mehr Möglichkeiten innerhalb der entsprechenden Apps gibt, dort auch Videos zu produzieren. Wenn ihr das Ganze dann veröffentlichen wollt, sieht das hier so aus. Ihr könnt das Ganze auch in eurer Story posten. Und das Coole ist, alle Profile, die schon Reels produziert haben, erhalten dafür einen eigenen Reiter in ihrem Profil. Das heißt, dort findet man dann auch alle Reels. Die sind dann im Reel-Bereich untergebracht. Ich kann das nur sehr empfehlen. Es macht auch echt großen Spaß. Probiert das einfach mal aus und dann könnt ihr mal schauen, ob auch was für euch und euer Unternehmen quasi dabei ist. Also man kann da auch ernsthaftere Sachen mit umsetzen. Es geht wirklich nicht nur um witzige, kurze Videos. Man muss da natürlich ein bisschen kreativ sein. Wie gesagt, beim Online-Seminar in der nächsten Woche schauen wir uns an, wie man eigentlich ein Storyboard macht. Aber wenn man erstmal so diese Tools kennengelernt hat, dann fällt es da auch leichter, sich da Stories zu überlegen. Linda, gibt es bis hierhin Fragen? Im Moment nicht. Wir können ja noch mal ein bisschen abwarten, ob noch jemand Fragen hat. Es ist auch so bei Reels, ne, dass die Funktion erst verfügbar ist, wenn man das neueste Update von Instagram gemacht hat, ne? Ich kannte Leute, die das jetzt zum Beispiel im Moment noch nicht sehen können, weil sie halt einfach das Update noch nicht gemacht haben. Und erfahrungsmäßig ist es ja tatsächlich so, dass wenn man neue Funktionen von Instagram viel nutzt, dass es auch einfach von Instagram belohnt wird und sehr gut ausgespielt wird und für die Reichweite halt sehr gut ist. Das haben wir ja auch gemerkt, ne? Ja, also es kann sich lohnen, da immer mal ja, am Zahn der Zeit zu bleiben und die neuesten Funktionen im Blick zu haben. Genau, es kamen jetzt erstmal keine weiteren Fragen rein. Okay, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, Linda. Und zwar, da ist sie wieder. Es wird wirklich noch super, super gut ausgespielt. Es ist tatsächlich so, dass wir damit Zahlen erreicht haben. Die haben unsere durchschnittlichen Zuschauerzahlen in den Stories sofort überholt. Und wir haben da viel mehr Leute mit erreicht, als wir es vorher haben mit IGTV. IGTV ist nochmal ein eigener Bereich innerhalb der Instagram-App, in dem ihr längere Videos hochladen könnt, die über 1 Minute lang sind. Und auch da, also Linda weiß, wovon ich spreche, wir waren wirklich begeistert. Also die Videos waren irgendwie ein paar Stunden online, also die Reels. Und wir waren begeistert, wie viele Leute das gesehen haben. Also tatsächlich, wer das sich gerade schnell aneignet und für sich entdeckt, der wird scheinbar auch noch von Instagram belohnt. Also es scheint noch super, super gut ausgespielt zu werden. Was sich auch anbietet, dass ihr erstmal 3 Reels macht, damit
quasi die Fläche aufgefüllt ist. Ihr seht das, wenn ihr euch das in der Instagram-App anschaut, dann sieht das einfach besser aus, wenn da schon so ein bisschen was ist. Also falls das das für euch ist, dann ist jetzt echt der Zeitpunkt, das auszuprobieren. Genau. Tatsächlich mit Blick auf die Uhr, wow, wir sind super, super schnell. Wir sind tatsächlich schon am Ende. Falls ihr noch Fragen habt, habt ihr jetzt Zeit, die loszuwerden. Wir schauen uns jetzt hier auch nochmal an. Das sind die versprochenen Folien mit noch weiteren Infos. Wie gesagt, dort findet ihr beim Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Bremen und auch beim Digitallotsen findet ihr natürlich auch weiterführende Infos auf den jeweiligen Websites. Und ich gehe davon aus, dass viele von euch auch darüber schon zu diesem Online-Seminar gekommen sind. Und dort findet ihr natürlich auch weitere Online-Seminare von uns. Wie gesagt, nächste Woche geht es weiter mit Teil 2. Also es geht wirklich nochmal ordentlich tiefer in die Materie. Wie gesagt, wir haben heute so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, um wirklich nochmal so grundlegende Dinge auch abzufrühstücken. Und damit ihr jetzt quasi ausgerüstet seid, um loszugehen und das auch einfach mal auszuprobieren. Also das muss man dazu natürlich auch sagen. Wir können jetzt natürlich lange hier drüber reden, aber man muss es wirklich einfach mal selbst gemacht haben. Was ganz gut ist, wir wollten sowieso ein bisschen früher Schluss machen, weil es am Ende noch einen kleinen Feedbackbogen gibt. Der öffnet sich direkt hier in der Oberfläche von GoToWebinar. Das wäre super cool, wenn ihr da noch dran teilnehmen könntet. Das heißt, da habt ihr gleich auch noch genügend Zeit für. Und jetzt kommt nochmal das große Fragezeichen. Gibt es noch weitere Fragen, Anregungen? Wir können auch gerne noch einen Moment warten. Genau, also es scheint alles geklärt zu sein. Ich fand es auch sehr interessant. Und falls noch Bedarf ist, bei Instagram gibt es nämlich auch noch ein Online-Webinar am 22.07. Da könnt ihr euch auch sehr gerne für anmelden. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Leslie, für die, für die Infos und das tolle Online-Seminar. Danke dir, Linda, für die tatkräftige Unterstützung. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass für jeden so ein bisschen was dabei war und wir alle so ein bisschen abholen konnten. Und freue mich sehr, wenn wir uns alle nächste Woche wiedersehen. So, dann werde ich das beenden. Und wie gesagt, wir freuen uns sehr, wenn ihr noch an der Umfrage teilnehmt. Dankeschön und bis zum nächsten Mal hoffentlich.